Kommen wir ja zu noch einem Produkt, was meiner Meinung nach im Sommer auch absolut nicht fehlen sollte. Und zwar ist das unsere Baobab Body Butter. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon. Das ist eine unglaublich feuchtigkeitsspendende und mega reichhaltige Creme. Die Pflanzenextrakte wie Shea-Butter und der Fruchtfleischextrakt des afrikanischen Affenbrotbaumes zeichnen diese Creme einfach mit der Reichhaltigkeit aus. Dieser Fruchtfleischextrakt des afrikanischen Affenbrotbaums zählt in Afrika schon seit wirklich längerer Zeit zu den Favoriten überhaupt, weil ja, der afrikanische Affenbrotbaum, müsst ihr euch vorstellen, kann in seinem Stamm bis zu, oh, ich glaube, 60.000 Liter Wasser speichern. Und genau deshalb zählt das eben so zu den Favoriten, was diesen Feuchtigkeitseffekt gibt oder diese Feuchtigkeit spendet. Sie zieht super schnell ein, hinterlässt keinen fettigen Film, riecht mega, mega gut. Ich könnte mich ja reinlegen, bringt noch viele weitere Vorteile mit. Unter anderem dadurch, dass sie eben ja, so einen hohen feuchtigkeitsspendenden Gehalt hat, kann sie dazu beitragen, dass sich zum Beispiel Narben und Dehnungsstreifen mindert. Also es ist immer ein Kann, ne? Je nach Haut natürlich. Lässt es eventuell oder kann es teilweise ein bisschen schön verblassen lassen. Und warum sollte man die jetzt unbedingt im Sommer haben und im Sommer verwenden? Zum einen ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass die so viel Feuchtigkeit spendet, wenn ihr euch jetzt ein schönes, ausgiebiges Sonnenbad gegönnt habt, eine tolle Bräune gesammelt habt und im Nachgang dann am Abend euch damit eincremt, ist es einfach so, dass die Bräune, die wird länger gehalten. Dadurch, dass ihr der Haut jetzt viel Feuchtigkeit zuführt, bewirkt es einfach, dass die Bräune länger anhält. Und noch ein absolutes Highlight, habe ich von einer Kollegin von mir erfahren. Die neigt dazu, dass die Mücken sie im Sommer wahrlichst zerfressen. Ich, ne? Ich bin scheinbar nicht süß genug, also mich lassen die Viecher in Ruhe. Und ihr ist jetzt aufgefallen, dass jedes Mal, wenn sie sich mit der Body Butter eincremt, die Mücken die in Ruhe lassen. Also wahrscheinlich riecht den Viechern das einfach zu gut, um dass die dann ihn nicht mehr attackieren und angreifen. Ich werde es auf jeden Fall mal bei den Mädels beobachten, dieses Jahr dann, weil die neigen schon eher mal dazu, dass da so ein Mückchen ankommt und meint, es muss sie zerkauen, zerstechen und zu Tode quälen. Genau, also probiert es auf alle Fälle mal aus. Kann ich echt mega empfehlen. Definitiv ein absolutes Mid-Sommer-Must-Have.